Unter dem Motto »Jeder Meter zählt« wurde am 6. Dezember der Aufmarsch von etwa 130 Neonazis im Weißenfels kurzerhand in einen Spendenlauf zugunsten von Flüchtlingen umfunktioniert. Ziel ist es, für jeden gelaufenen Meter 50 Cent an die in Weißenfels untergebrachten Asylbewerber zu spenden. Bei einer zurückgelegten Strecke von rund 6.800 Metern können so über 3.400 Euro zusammenkommen. Das erforderliche Geld stammt aus Spenden von Bürgerinnen und Bürgern. Insgesamt sind bisher rund 2.500 Euro eingegangen. Die Aktion hatte das Weißenfelser Bündnis für Toleranz in Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung ins Leben gerufen. Dazu hatten die Mitglieder des Bündnisses in der Jüdenstraße einen Infostand eingerichtet. Zusätzlich zum Spendenlauf hatte das Bündnis für Toleranz zum friedlichen Widerstand aufgerufen. So fanden sich 150 Personen zu einer Andacht in der Marienkirche ein und veranstalteten im Anschluss eine Lichterkette auf dem Marktplatz. Das Spendenkonto wird weiterhin geöffnet sein, um die restlichen Gelder für den Spendenlauf zu sammeln. Die Übergabe der Spenden zur Aktion »Jeder Meter zählt« wird im Rahmen des Neujahrsempfangs am 13. Januar 2015 erfolgen.